Moin ihr Füchse da draußen und willkommen zurück im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich hier zurück zu Okami HD inzwischen. Wir sind immer noch bei Mr. Chic und seinen Kimono-Designs. Ihr seht hier immer noch, oh Gott, ich muss hier weg, mein furchtbares Sternchen, Pentagramm, was auch immer Ding. Aber es scheint ja funktioniert zu haben, insofern nur machen wir weiter. Wir werden jetzt noch ein paar Mal hin und her laufen zwischen dem kleinen Mädchen, das mit Kohle Bilder auf den Boden malt, und Mr. Chics Haus, bis wir dann alle top aktuellen Designs durch haben und unsere Belohnung einsacken können. Und danach werden wir erstmal einen Besuch bei der Kaiserin abstatten. Dann geht's also storymäßig erstmal wieder weiter. Es ist zwar hier noch ein bisschen was zu tun in der Stadt, aber man muss ja nicht gleich alles auf einmal machen. Und für ein paar Sachen brauchen wir auch erst noch Techniken, die wir noch nicht haben. So, ihr seht, jetzt hat sie auch auf ihren Schirm dieses wunderbare Design. Sieh nur, Hündchen, ist das nicht hübsch? Das ist mein neuestes Design, das Sternenmuster. Wenn du dir diesen Stern in den Nacht anschaust, dann vergisst du all deine Sorgen. Ach, ein Stern sollte das sein, alles klar. War es das schon? Da gibt es doch noch mehr, oder nicht? Ich mag vielleicht nicht so aussehen, aber mit Mode aus. Ich weiß, welches Design der nächste große Hit wird. Ich frage mich, was es wohl diesmal werden wird. Ein Herz. Auf geht's. Dann versuchen wir mal, ein gubbeliges Herz zu malen. Das wird mit dem Controller bestimmt richtig lustig. Dafür, also für diese Mission jetzt, wäre die Wiimote wahrscheinlich wieder besser. Beziehungsweise die PlayStation Move. Jetzt habt ihr auch gesehen, er hat auf seinem Rücken... Warte mal. Da könnt ihr sehen, er hat das jetzt auch da drauf. Cool, oder? Das sind schon so diese kleinen Details, die das Spiel auch wieder so großartig machen. So, Mr. Chic, ich mal dir jetzt dann mal ein Herz auf deinen Kimono. Oh, du bist wieder da, weißes Hündchen. Ich habe gehofft, dass du wiederkommst und mir bei einem noch besseren Design hilfst. Deshalb habe ich mich an der Design-Psychografie versucht, sozusagen. Aber es scheint nicht mehr zu klappen. Ich weiß, du könntest mir wieder mit deinen Pfoten helfen. Mal sehen, vielleicht hilft das ja. Vielleicht braucht es ein wenig deiner Leidenschaft, gemixt mit meinem eigenen Willen. Okay, lass uns gleich anfangen. Sieh genau den Kimono an. Dein Kopf wird bestimmt vor Inspiration überquellen. Na, wenn etwas überquellt, dann mein Kopf vor Inspiration. So, wupp. Wupp, oh je. Ja, das ist es. Hier ist es. Meine Vision in all ihrem Glanz. Eine exquisite Textur, entstanden aus einer einfachen Kraft. Und ein weiteres Originaldesign jenseits jeder Vorstellung. Ja, das ging doch wieder mal fix. Mal wieder raus. Wupp, können wir uns direkt wieder ein bisschen Glaube absammeln. Also seht, das lohnt sich schon, ne? So. Da müssen wir nur noch irgendwie rausfinden, wie wir diese dicken Lichter da ankriegen, damit wir den Dieb fangen können. Weil ihr habt schon gesehen, wie viele Leute dem der was geklaut hat. Die Klöße, die Uhr, was war's noch? Diese eine Sache, die ganz wichtig ist. Ach so, irgendwie, da war doch noch jemand. Wer war denn da noch? Wir hatten schon drei Leute, denen Dinge fehlten. Oh, mein gummeliges Herz. Scheiße. Ich mag vielleicht nicht so aussehen. Yo, yo, mit Mode aus. Ich weiß, welches sein nächster Hit wird. Rababarababa. Immer noch das Herzchen. Ich dachte, das hätte ich schon... Okay, immer noch das Herz. Das hat irgendwie alles nicht gefressen. Oder das geht jetzt ewiglich so. Weil wir haben ja schon einmal die Belohnung bekommen. Wir versuchen das jetzt nochmal. Wenn das dann immer noch passiert, dann... Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob das schon alles war. Ich hatte das Gefühl, ich bin damals mehrmals hin und her gelaufen. Na, mal gucken. Vielleicht hat auch mein gubbeliges Herz einfach noch nicht gefressen. Versuchen wir es nochmal. Ich gucke jetzt mal, man kann das auch skippen. Brauchen uns das jetzt nicht jedes Mal wieder durchlesen. Okay, mal sehen. Oh je. Nochmal. Frisst ihr das auch jetzt? Ja, nee, das wollen wir nicht. Nochmal bitte. Ja. Lass mich mal hier ein schönes, wunderbares Herzchen malen. So. Das wird er wohl auch wieder nicht fressen. Das sieht auch nicht gut aus. Das ist schwer, mit einem Controller ein Herz zu malen, ey. Ich gucke jetzt nochmal, ob sie es gefressen hat. Wenn nicht, dann machen wir erstmal storymäßig weiter. Ich glaube, das verschieben wir, bis ich so eine Move gekauft habe. Ja, wobei, es muss auch mit dem Controller gehen. Ne? Wir dürfen uns nicht unterkriegen lassen hier. Nur weil die meinen, wir können das nicht, gibt's hier nicht. So. Aber mal gucken. Vielleicht hat sie es ja trotzdem gefressen.
guck mal, sieht doch aus wie dein Herz. Dülülü. Ah doch, sie hat's gefressen. Yeah! Seht ihr, das läuft. Nächstes. Ah, guck mal, ein V. Ihr wisst alle, was das symbolisiert. Ein V. Naja, egal, wir machen es jetzt trotzdem, auch wenn es, naja, ich sag da nichts zu. Versetzt mich zurück an mein wissenschaftliches Arbeitenkurs, wo mir erklärt wurde, warum man einen Text nicht nach, also wenn man jetzt hier zum Beispiel auf einem Deckblatt dann erst Überschrift, Name und so weiter schreibt und Überschrift ist groß und dann ist der Name ein bisschen kleiner, dann wird es immer kleiner, dann bildet der Text gegebenenfalls ein V. Und ihr wisst, was das dann symbolisiert. Deswegen soll man einen Text so nicht anordnen. Ist das nicht bekloppt? Aber ja, so ist es tatsächlich. Egal, wir werden jetzt trotzdem eine Vagina auf diesem Kimono malen. Und hoffen, dass das Spiel das Ding frisst. Das sieht doch gut aus. Wegklicken hier. Was hat Düdelüt gemacht? Ich glaube, das war das Enddesign. Wir werden mal sehen, ob wir wieder 20... Aber wenn das jetzt so weitergeht, immer 20, da kann man ja ganz gut was mit abfarmen. Das lohnt sich ja schon. So, gucken wir doch mal. Gehen wir ganz brav hier entlang. So, und gucken uns mal um. So, Mädel, wie sieht das aus? Nicht bellen. Sieh, du Hündchen. Schönheit. Das Transformationsmuster. Ach so, das war das Transformationsmuster. So, hast du es noch? Ich mag bei mir so aussehen. Mit mir so aus. Oh, was ist das denn? Okay, malen wir mal das Kugelmuster. Und hoffen das Beste. Ist jetzt zwar ein bisschen eintönig für euch, aber ihr seht, das kommt ordentlich was an Glaube bei rum. Das lohnt sich insofern, deswegen müssten wir das schon durchziehen. Wir müssen ja groß und stark werden, wenn wir uns gegen die Finsternis weiter stellen möchten. So, mein Guter, ich habe hier wieder was für dich. So, okay, mal gucken. Ein Kügelchen hier. Dann ein Kügelchen hier. Ein Kügelchen hier. Und, oh Gott, ein Kügelchen da. Mal sehen, ob er das frisst. Anscheinend schon. Meine Vision, mein ganzer Glanz. Ah ja, genau. Wenn er sagt, es ist etwas Einzigartiges und das Geräusch kommt, dann hat er es gefressen. Ah, das Spiel gibt einem schon Feedback, ob alles geklappt hat oder nicht. Ich habe es unterschätzt. So, gut. Wieder zurück zu dem Mädchen. Ich hoffe, das war es dann an Designs. Einmal haben wir genug gemalt. Wir könnten den Geist auch noch gleich aufsuchen, der da nachts vor dem Restaurant rumgammeln soll. Na los. Viele Hühnchen, ist das nicht schön? Das Glücksmuster. Oh, wieder 20. Holy Ra. Ich mag vielleicht nicht so aussehen. Ich weiß, wo so ein Hit wird. Oh, what the fuck? Nochmal. Das machen sie immerhin animiert. Strich, Strich. Alles klar. Ich versuche mir das zu merken. Strich, Strich, dann links und dann rechts. Alles klar, alles klar, alles klar. Jetzt fangen die an hier, dass wir ihre lustigen Zeichen lernen müssen. Die sind ja vielleicht gemein. So, mal gucken. Beeilen wir uns, bevor es Nacht wird. Wir sind zwar Herr über die Sonne, beziehungsweise Herren, Entschuldigung. Aber man muss es ja nicht herausfordern. Wow, Amy. Das war ein bisschen hoch. So, guten Tag. Ja, ich bin wieder da. Ich möchte Folgendes tun. So, warte. Einmal den. Dann einmal den. Dann den. Und jetzt ist die Frage, ich glaube, der zweite, der fing nicht ganz oben an, sondern der fing so hier an. Mal sehen, ob das geklappt hat. Jo, sieht gut aus. Hat anscheinend geklappt. Wahnsinn. Mal sehen, ob die mich noch was Dollerem quälen oder ob das jetzt dann die Meisterleistung war. Jo, er hat es geschafft, ein chinesisches Zeichen bzw. japanisches Zeichen zu malen. Müssen wir aufpassen, die unterscheiden sich, ne? Mandarin und bei den anderen weiß ich gar nicht, wie es heißt. Also auch großer Irrglaube. So, mal gucken, ob das Mädel inzwischen, ob wir alle Design-Ideen aus ihrem Hirn rausgesaugt haben und sie jetzt sabbernd auf dem Boden liegt. Nein, die ist immer noch glücklich.
Rosinohündchen, das ist ganz schön gewagt. Was denkst du? Das ist mein neuestes Design, der Buchstabe, der die Götter repräsentiert. Cool. Dieser Buchstabe kann die von unheimlichen Monstern beschützen, aber meine Mama sagt, dass alle Götter schon seit Ewigkeiten gestorben sind. Vielleicht sind die Monster deswegen immer so böse. Who knows, aber ich stehe vor dir insofern. Danke, dass du mir immer meine Bilder anschauen kommst, Hündchen. Magst du auch die Malerei? In diesem Fall gebe ich dir das hier als Zeichen unserer Freundschaft. Erhalten verstreute Perle. Bilder haben eine besondere Macht, findest du nicht? Ich möchte noch viel mehr Bilder malen, die die Menschen glücklich machen. Da hat sie recht, Bilder haben durchaus eine sehr, sehr große Macht. So, dann lassen wir wohl den Glücksbuchstaben mal da und gucken jetzt mal, was die Zeit sagt. Wir haben noch 8 Minuten, das ist ja richtig gut. Da gehe ich gerade einmal zwischensafen, für den Fall, dass mal irgendwas passiert, man weiß es ja nie. Und dann können wir uns mal auf jetzt zur Kaiserin machen und mal gucken, was die so zu ihrer Entschuldigung vorzubringen hat, warum sie denn hier ihr armes Volk so im Stich lässt und vor allen Dingen den Kaiser. So, wenn denn mal die Festplatte hier fertig gerödelt hat. Da muss ich ja zugeben, da war ich ja beim Kauf meiner PlayStation 3 hier total erstaunt, dass Sony von diesem Memory Card Irrweg abzubringen war. Denn die haben ja sonst immer massivst Kohle mit diesen dummen Memory Cards verdient, weil du dafür deine 8 MB dann mal eben deine 40 Euro bezahlst und du denkst, was zur Hölle? Zwischen Festplattenspeicher. Ich bin begeistert. Ich bin begeistert. Und noch nicht mal den Zwang beim Spielen von PlayStation 1 bzw. PlayStation 2 Spielen auf dem Ding eine Memory Card reinzustecken, sondern man kann sie emuliert erstellen. Das hat mich noch mehr begeistert, weil spätestens da habe ich gedacht, dann kriegen sie dich wieder. Na, nee, nee. Lob ans Home. So. Dann mal wieder hier durch und auf zur Kaiserin. Wir dürfen nämlich wahrscheinlich, weil wir jetzt ja auch diesen Zeitlupentechnik-Kram haben, kann uns die Wache nicht mehr aufhalten. Somit kommen wir spätestens dann durch, selbst wenn uns die Wache aufhalten möchte. Ach, wir sind so gut und so böse. Gucken wir mal. So Leute, wie sieht das aus? Darf ich durch? Hup. Du bist ganz schön hartnäckig, nicht wahr, du Kläffer? Aus welchem Grund auch immer, der Fluch scheint gebrochen zu sein. Aber es gibt immer noch eine finstere Präsenz an der Ryushima-Küste. Aber wir werden nicht erlauben, dass es Königin Himiko auch nur ein Haar krümmt. Nein, wir Wachen werden nichts Böses an sie heranlassen. Mann, Himikos Leute hören sich alle an wie Papageien. Vielleicht können sie sich dem Übel dieser Monster entgegenstellen, aber ich wette, gegen die Pinseltechniken der Götter haben sie keine Chance. Das glaube ich auch. Eine Linie, noch eine Linie und tschüss, meine Freunde. Schon sind wir hier. Oh, wie geil, so ein Steingarten. Ich finde die Dinger hier irgendwie cool, wenn man sich das... Es ist zwar irgendwie komplett abartig, Steingarten, dass es so etwas überhaupt gibt, aber ich weiß nicht, ich stehe auf die Dinger. Ich hätte auch gerne einen Steingarten. So, gehen wir mal hinauf. Das scheint ja auch der Direktweg zu sein hier. Jetzt gucke ich nur gerade mal. Hinten rum. Erstmal gibt es hier noch eine Kiste. Heiliger Knochen M. Und dann gibt das hier noch etwas. Oha. Gut, wir kommen hier aber erstmal noch nicht weiter. Das dürfen wir noch nicht vergessen. Wenn ihr seht, ich gehe nachher wieder raus und gehe nicht nach hier hinten, dann müsst ihr sofort aufschreien. Dummer Blaufuchs, was machst du? Oh, hier geht's rein. Okay, da wollen wir aber noch nicht rein. Wir gehen jetzt erstmal in den Haupteingang. Oh, ich erforsche hier schon wieder zu viel. Wir gehen jetzt einfach erstmal direkt straight rein. Und gucken mal, ob wir die gute Frau nicht erwischen. Wer bist du denn hier? Zofe. Oh, ihr seid es wirklich. Ihre Majestät Königin Himiko hat eure Ankunft vorhergesehen. Ihr dürft euch nicht verspäten. Bitte, Königin Himiko wartet auf euch. Auf der obersten Etage. Himiko wartet auf uns? Wenn ihr wirklich die seid, auf die die Königin Himiko wartet, würde euch nicht einmal ein kochender See aus Flammen aufhalten, oder? Okay, you know. Oh, warte, ich wollte dich nicht verschieben, zur Entschuldigung. Ich wollte nur gerade einmal die lustige Glocke, was war das, ne? Dämonenrollen fernhalten, ablegen. Und das tauschen. Jetzt gucken wir uns hier gerade einmal um. Das ist rot hier drin. Noch eine verstreute Perle. Sehr schön. Da kann ich euch jetzt schon sagen, wir werden alle 100 nicht finden. Es wird nichts, aber beim nächsten Run dann. Auf nach oben.
dass die Frau uns einen Feuersee entgegenstellt. Das ist, so empfängt man Gäste, ne? Ah, meine Gäste kommen heute. Erstmal die Lavagrube anheizen. Holy Ra, Tatsache erhalten. Heilige Artefakt. Schriftrolle enthält nützliche Informationen. Okay, wenn ich jetzt versuche, hier so eine Pflanze zu malen, die wird wahrscheinlich verbrennen, ne? Ich versuch's gar nicht erst. Wir kriegen das hin. Ihr seht, durch diese wunderbare Geschichte können wir nämlich jetzt durch Feuer. Das wäre ohne diese Tafel nicht gegangen. Da wären wir natürlich jetzt entsprechend verbrannt. Gott, ist das heiß hier drin. Kein Wunder, dass die Frau keiner besucht, ey. Du lebst ja nicht. Weiter geht's. Da gibt's noch einen Speicherpunkt. Den sollten wir vielleicht mal mitnehmen. Ich glaube, der ist nicht ohne Grund da. Sicher ist sicher. Und Königin Himiko. Ich habe die ganze Zeit Kaiserin gesagt. Ich habe mich vertan. Es ist selbstverständlich die Königin. Konnte ich nur. Schande über mein Haupt. Ich gehöre gehängt. So, speichern erfolgreich. Dann doch mal weiter. Oha. Das ist ja ein großer, gemütlicher Raum mit nicht viel drin. Dann mal hin da. Mal sehen, was passiert. Okay. Hey, Amy. Ich wette, das ist Himiko. Sieht so aus, als ob diese durchgeknallte Einsiedlerin am Beten ist oder sowas. Die Sicherheit hier war recht ordentlich. Aber nichts, was wir nicht überwinden könnten. Stimmt, du hast es ihnen gezeigt, Amy. Großherzige Amaterasu, ich habe auf dich gewartet. Und Isum, der reisende Künstler, auf dich natürlich auch. Woher kennt ihr unseren Namen? Ach egal, die wichtigeren Dinge zuerst. Ihr wusstet von dem abgefahrenen Nebel und dem Wasserdrachen. Oder etwa nicht. Ihr habt einiges zu erklären. Spuckt schon aus, was ihr vorhabt. Mein Volk, mein armes Volk, ihr Leiden quält mich. Krank durch den Nebel und vom Wasserdrachen terrorisiert. Die Schreie ihrer Schmerzen verschlingen mich wie Wellen. Okay. Wir wissen, was vorgeht. Ihr foltert die Menschen dieser Stadt. Ihr müsst ein Monster sein, euch am Leib der armen Menschen zu ergötzen. Nun hört auf, euch zu verstellen und lüftet den Vorhang. Kommt schon, zeigt euch, böse Hexe. Isun, deine Worte sind sehr barsch. Aber du hast recht. Es war unhöflich von mir, mein Gesicht vor euch zu verbergen. Du verbirgst es ja immer noch. Großherzige Amaterasu, ich Himiko, die Herrscherin. Über die Stadt sei an, entbiete euch mein untertänigste Entschuldigung. Ist doch schon so ein leicht epischer Auftritt, ne? Königin der Stadt Saiyan, Himiko. Ich suche gleich in Unmacht. Butz. Oh mein Gott. Als Herrscherin kann ich nicht einfach untätig daneben stehen und zusehen, wie mein Volk leidet. Ich, Himiko, werde diesem Bösen nicht erlauben, Saiyan zu verderben. Meine Gebete werden nicht aufhören, bis dieser Fluch gebrochen ist. Bis ich diese Zuflucht dieser hasserfüllten Monster entdeckt habe. Die Oni-Insel. Isuma, oh mein Gott. Was soll diese Geschichte von einer Zuflucht der Monster? Ja, was das genau soll, werden wir leider, wie ihr hört, erst im nächsten Part erfahren. Deswegen mache ich so richtig mies genau jetzt hier einen Break. Und ihr erfahrt dann erst im nächsten Part, was die gute Frau denn von der Uni-Insel so erzählt. Bis dahin bedanke ich mich bei euch wie immer erstmal fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn es euch gefallen oder nicht gefallen hat, lasst entsprechende Daumen da, Kommentare und Feedback natürlich wie immer unter das Video posten. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dahin erstmal viel Spaß beim Zocken.
Tschüss, euer Blaufuchs.